Heute wird's weihnachtlich auf meinem Kanal. Du bekommst ein wirklich köstliches Lebkuchen-Kugelrezept. Und ja, das kannst du auf ganz einfache Weise in vegan selbst für dich zu Hause zubereiten. Es ist ohne Zucker, hat auch wenig Fett. Es schmeckt unglaublich köstlich. Du kannst dir hier die Rezeptzutaten speichern. Und wir gehen auch direkt los in das Rezept. Ich habe jetzt hier die Kokosflocken und Dattelmus. Das sind jetzt Datteln, die ich vorher eingeweicht habe und mit dem Einweichwasser, ein bisschen weniger Wasser. Das Wasser habe ich ein bisschen weggekippt, habe ich die Datteln mit einem Stabmixer püriert. Jetzt kommen die Hanfsamen dazu. Die Rezeptzutaten habt ihr ja am Anfang gesehen, da könnt ihr euch ein Bildschirmfoto machen oder nochmal unten in der Infobox einfach rauskopieren oder rausschreiben. Da habt ihr dann genauen Mengen. Jetzt gebe ich einfach alle Zutaten dazu. Die Zutaten findest du übrigens eigentlich in jedem Laden und wenn nicht, gibt es das auch auf Amazon. Hier habe ich gemahlenes Ingwerpulver, das habe ich aus Amazon. Das gebe ich aber auch in die Zahnpasta der Kinder rein, weil es wirklich ganz gut auch für die Zähne wirkt. Und das kommt jetzt auch hier in das Rezept rein. Das gibt schon so das gewisse weihnachtliche Etwas. Es schmeckt dann einfach sehr weihnachtlich. Dann kommt das gemahlene Nelkenpulver dazu und die ganzen restlichen Pulverzutaten. Und dann fange ich auch schon an zu kneten. Das machst du ganz einfach mit deiner Hand, einfach mal durchkneten. Wenn du merkst, dass es immer noch zu nass ist, gibst du ein bisschen gemahlene Mandeln dazu oder ein bisschen mehr Kokosmehl. Ja, kann sein, dass es manchmal noch ein bisschen zu feucht ist, aber das ist nicht so schlimm. Einfach die Zutaten dazugeben. Hier habe ich jetzt Muskat da reingerieben und die Zutaten müssen wirklich sein, diese Kleinigkeiten, damit es auch weihnachtlich schmeckt. Dann einfach Kugeln formen. Du kannst immer wieder deine Hand nass machen oder einfach so jetzt, du brauchst jetzt keine Öl für deine Hände. Einfach die Hand ein bisschen nass machen, dann die Kügelchen hier formen. Mein Kleinster hat das hier schön mitgefilmt und erstmal abkühlen lassen. Dann gehst du an die Schokolade, lässt sie schon mal schmelzen und gibst ein bisschen Kokosöl dazu. Es muss nicht unbedingt sein, aber das Kokosöl sorgt einfach dafür, dass die Schokolade nachher fest wird, weil wenn die Kugeln jetzt abgekühlt sind, holen wir die raus, werden sie mit der Schokolade eintauchen oder überziehen und dann nochmal in ein Kühlfach reinlegen. Und das Kokosöl sorgt einfach dafür, dass es schneller alles fest wird. Jetzt sind die Kugeln schön abgekühlt und richtig fest. Ich habe sie gerade aus dem Tiefkühlfach rausgeholt. Muss aber auch nicht sein. Ja, du kannst das auch so direkt machen. Wichtig ist, dass sie ein bisschen fest sind. Also im Kühlschrank ist es auch okay. Ich tauche sie jetzt hier in die Schokolade ein mit den Gabeln und lege sie auf Backpapier. Es muss kein Backpapier sein. Ich habe das jetzt einfach hier im Schnelldurchlauf für dich aufgenommen. Alles hier schön mit der Schokolade überziehen, dann auf das Backpapier oder auf dem Teller. Und ich konnte es jetzt nicht in das Kühlfach reinlegen, sonst wären sie irgendwie, da wäre einfach die Form raus aus der Schokolade. Ich habe sie dann draußen abkühlen lassen. Es ist draußen sehr kalt, es gibt da draußen jetzt gerade keine Fliegen. Und da war es auch ganz schön fest. Und im Kühlfach ist es sehr, sehr lange haltbar. Sie werden nicht steinhart, das muss ich dazu sagen. Wenn sie im Kühlfach sind, kannst du sie sehr lange aufbewahren. Immer wieder, wenn du Lust hast, nimmst du dir eins. Oder einfach auf deinen Weihnachtstisch und jeder kann mal ein bisschen probieren. Ich hoffe, das Rezept hat dir gefallen. Wenn du mehr solcher Videos haben möchtest, gib dem Video einen Daumen hoch und schreib mir einen lieben Kommentar. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch und bis bald. Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in